Wir stolpern häufig über solche Schlagzeilen. Warum immer mehr Menschen depressiv werden. Millionen leiden an Depressionen. Immer mehr Menschen leiden unter Depressionen. Vor allem bei Jugendlichen würde es ein immer größeres Problem werden. Intuitiv klingt das auch irgendwie logisch. Bei all dem, womit sie sich heute so rumschlagen müssen. Großoffensive gegen die Ukraine. Schlange stehen für die Traumwohnung. Eine Hitzewelle. Die Busch- und Waldbrände. Überall auf der Insel brennt. Die AfD bei 18-20%. Kein Wunder, dass die moderne Welt uns alle und die Jugend besonders kaputt macht. Aber ist das wirklich so? Werden die Deutschen immer depressiver? Und ganz besonders Jugendliche? Die Antwort ist unheimlich kompliziert. Und um die Situation zu begreifen, muss man auch die Krankheit an sich besser verstehen. Wir haben monatelang für diesen Beitrag recherchiert und sehr viel Zeit in den Schnitt und die Animation gesteckt. Dank der Unterstützung unseres langfristigen Partners NordVPN können wir dieses Projekt umsetzen. Mit einem VPN kannst du deinen eigenen Standort virtuell verändern. Und das geht super leicht. Du wählst ein Land aus, klickst drauf und schon surfst du von dort. Amazon Prime oder Disney Plus haben je nach Land beispielsweise unterschiedliche Angebote. Mit NordVPN kannst du dann zum Beispiel den deutlich umfangreicheren amerikanischen Disney Plus-Katalog durchstöbern. NordVPN hat noch viele weitere Features. Zum Beispiel einen Darknet-Monitor, der dir Bescheid gibt, wenn deine persönlichen Daten geleakt und veröffentlicht wurden. Es gibt außerdem einen Bedrohungsschutz, der dich vor schädlicher Werbung und Trackern schützen kann. Unter nordvpn.com/simply kriegt ihr 4 Monate zusätzlich auf einen 2-Jahres-Plan. Außerdem gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und ihr unterstützt unsere Arbeit. In diesem Video geht es wie angekündigt um Depressionen. Wenn ihr glaubt, betroffen zu sein, sprecht bitte mit jemandem darüber. Ihr könnt euch jederzeit an die Telefonseelsorge wenden oder die Nummer gegen Kummer wählen. Beide Nummern und viele weitere Links haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Bei akuten Suizidgedanken wählt bitte sofort den Notruf. Okay, starten wir mit den Grundlagen. Was ist eine Depression? Und was nicht? Der Begriff wird umgangssprachlich oft für gewöhnliche Stimmungsschwankungen genutzt. Doch eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung und kann starkes Leid verursachen. Depressive Menschen berichten von dem Verlust jeglicher Freude, Antriebslosigkeit und einer fast ununterbrochenen, niedergeschlagenen Stimmung. Einem Gefühl von Leere. Dinge, die man früher gerne gemacht hat, machen einfach keinen Spaß mehr. Also man empfindet weder Trauer noch Freude, also gar nichts mehr. Das ist Diplompsychologe Stefan Lüttke. Er forscht an der Uni Greifswald zu Depressionen bei Kindern und Jugendlichen und arbeitet zudem als Therapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Stralsund. Betroffene haben oft ein vermindertes Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle, können sich nicht gut konzentrieren, haben Schlafstörungen oder keinen Appetit. Sie verspüren innere Unruhe und haben vielleicht auch suizidale Gedanken. Halten mindestens 2 Hauptsymptome sowie mindestens 2 weitere Symptome länger als 2 Wochen an, wird eine Depression diagnostiziert. Man muss mindestens 2 Wochen anhalten und es muss fast die ganze Zeit des Tages sein, muss relativ intensiv sein. Wie stark die Depression jeweils ausgeprägt ist oder wie sie verläuft, ist dabei individuell. Genauso, ob sie dauerhaft, in immer wiederkehrenden Episoden oder saisonal auftaucht. Jetzt, wo die Basics klar sind, wer wird depressiv? Wie genau Depressionen entstehen, weiß man tatsächlich noch nicht. Lange Zeit dachte man, dass ein genetischer Mangel des Glückshormons Serotonin eine Depression auslöst. Hier weiß man aber mittlerweile, dass das nicht stimmt. Unsere Gene scheinen aber definitiv eine wichtige Rolle zu spielen. Kinder depressiver Eltern haben ein erhöhtes Risiko, ebenfalls an einer Depression zu erkranken. Aber nur weil ein oder beide Elternteile depressiv sind, heißt das noch lange nicht, dass auch das Kind eine Depression entwickeln muss. Es gibt nicht das eine vererbbare Depressionsgen. Es ist deutlich komplexer. Krankheiten, die teilweise genetisch bedingt sind, können Depressionen zum Beispiel begünstigen. Menschen mit Hormonstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder starkem Übergewicht sind häufiger depressiv als gesunde Menschen. Typ-2-Diabetiker haben sogar ein doppelt so hohes Risiko, depressiv zu werden. Gleichzeitig kann eine Depression aber auch viele solcher körperlichen Beschwerden und Krankheiten anfachen und teilweise sogar auslösen. Diese Wechselwirkungen machen den Ursprung einer Depression noch undurchsichtiger. Und dann gibt es noch etliche äußere Einflüsse, die eine Rolle spielen.
Schlimme Erlebnisse haben Einfluss auf unsere psychische Gesundheit. Zum Beispiel Missbrauch, Gewalt, der Verlust eines Elternteils, ein Trauma. Eine Studie konnte zeigen, dass Traumata in der Kindheit unsere Gehirnstruktur beeinflussen können und uns anfälliger für schwere depressive Störungen machen. Wie wir aufwachsen, ist allgemein unfassbar wichtig. Ein stabiles Netz an guten Freunden oder sich oft einsam fühlen, in eine reiche Familie geboren werden oder in eine arme, gesellschaftlich integriert sein oder ausgeschlossen. All das kann die Entwicklung einer Depression begünstigen. Kinder und Jugendliche seien laut Lüttke heute einer besonders hohen psychischen Belastung ausgesetzt. Die könne Depressionen anfeuern. Neben Krisen, Kriegen, Pandemien und Naturkatastrophen steige auch der Druck existenzieller Fragen aufgrund der vielen Möglichkeiten, die man heute hat. Wer möchte man sein? Wie will man sein Leben gestalten? Auch der Einfluss von sozialen Medien auf unsere Psyche wird immer häufiger untersucht. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es Zusammenhänge zwischen Social-Media-Nutzung und Depressionen gibt. 2021 geleakte interne Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Instagram das Selbstbild vor allem weiblicher Jugendlicher massiv beeinträchtigen kann. Puh, einmal kurz durchatmen. Eine Depression ist also ein komplexes Zusammenspiel genetischer und äußerer Faktoren. Ausprägung und Verlauf sind individuell. Das macht es nicht gerade einfach, die nächsten beiden Fragen zu beantworten. Aber versuchen wir es mal. Wie viele Leute sind depressiv? Und wie hat sich diese Zahl entwickelt? Dieser 2019 veröffentlichte Bericht des Robert-Koch-Instituts hat sich mit der Häufigkeit von Depressionen beschäftigt. Das RKI geht davon aus, dass zwischen 7 und 10% der deutschen Erwachsenenbevölkerung depressiv sind. Mehr als jeder Siebte würde einmal in seinem Leben an einer Depression erkranken. Bei Erwachsenen ist sie nach Angststörungen die zweithäufigste psychische Krankheit. Frauen scheinen häufiger von Depressionen betroffen zu sein als Männer. Männer suchen sich allerdings auch seltener psychologische Hilfe und Depressionen äußern sich oft etwas anders als bei Frauen. Einige Männer zeigen zum Beispiel teils aggressives Verhalten. Das macht es schwer, die Erkrankung zu erkennen und richtig zu diagnostizieren. Gerade ältere Menschen sind laut dem Bundesgesundheitsministerium anfällig für eine Depression. Einsamkeit, körperliche Beschwerden und andere Krankheiten können die sogenannte Altersdepression begünstigen. Es gibt nur wenige Erhebungen zur Verbreitung von Depressionen bei Jugendlichen und Kindern. Die Forschung zur psychischen Gesundheit hat sich in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich auf Erwachsene fokussiert. Während unserer Recherche sind wir immer wieder auf Studien gestoßen, die Kinder und Jugendliche schlicht nicht berücksichtigen. Ein paar Erhebungen und Schätzungen gibt es aber. Zwischen 3 und 9% der deutschen Kinder und Jugendlichen sollen demnach depressiv sein. Stefan Lüttke geht aktuell von 450 bis 500.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. Die Depression, also im Jugendalter oder ab dem Jugendalter, ist die häufigste psychische Störung. 2021 waren psychische Erkrankungen die häufigste Ursache für Krankenhausbehandlungen von 10- bis 17-Jährigen. Die meisten dieser Patienten hatten mit Depressionen zu kämpfen. Die Depression ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen unserer Gesellschaft und damit ein massives Problem. Sie ist eine Volkskrankheit bei Erwachsenen sowie bei Kindern und Jugendlichen. Aber wird es schlimmer? Und vielleicht die beunruhigendste Schlagzeile: Werden Jugendliche immer depressiver? Für die letzten 4 Jahre kann man ziemlich eindeutig sagen, ja, es gab einen Anstieg an Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Der Lockdown gilt bundesweit. Gilt er dann, der zweite harte Lockdown. Geschlossen wegen Corona. Zu Hause lernen die Kinder mit ihren Handys. Schulen waren von einem auf den anderen Tag plötzlich geschlossen. Es gab Homeschooling, kein Kontakt zu Mitschülern, keine Freizeit mit Freunden, sozial abgeschottet und das für Wochen am Stück. Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie war nicht gut. In Deutschland hatte jeder 4. Jugendliche während des ersten Lockdowns Anzeichen einer Depression. In der Pandemie haben die psychischen Auffälligkeiten sich nahezu verdoppelt. Doch auch wenn der Stress teils bis heute nachwirkt. Lockdowns und Homeschooling waren nicht permanent und Schulen sind mittlerweile wieder geöffnet. Der Corona-Notstand ist vorbei. Wie haben sich die Zahlen über längere Zeiträume entwickelt? Wie sah es vor der Pandemie aus? 2019 wurden 18.000 unter 18-Jährige wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt. 2015 waren es über 3.000 Fälle weniger. Stefan Lüttke konnte uns sagen, dass es seit der Jahrtausendwende einen erheblichen Anstieg an Klinikbehandlungen gab. Die Klinikbehandlung der Depression ist um das 7- bis 10-fache angestiegen.
Über denselben Zeitraum gab es bei älteren Altersgruppen einen 2- bis 3-fachen Anstieg. Es gibt nur sehr wenige Studien, die zeigen, wie sich Depressionen insgesamt in den letzten 20 oder 30 Jahren bei uns entwickelt haben. In einer dieser Studien hat man die Entwicklung unter anderem bei jungen Erwachsenen in Deutschland betrachtet, zwischen Ende der 90er und Anfang der 2010er Jahre. Die Zahlen sind bei Männern zwar konstant geblieben, haben sich bei den Frauen aber fast verdoppelt. Gibt es also wirklich immer mehr depressive Menschen? Und tritt die Krankheit gerade bei Jugendlichen häufiger als früher auf? Insgesamt registrieren wir immer mehr Depressionsfälle. Das stimmt. Doch der Anstieg kann mehrere Gründe haben. Unsere psychische Gesundheit hat in den letzten Jahrzehnten einen immer höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Wir sind besser darin geworden, Depressionen zu erkennen und über sie zu sprechen. Es gibt weniger Stigma. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen und zum Arzt zu gehen, ist gesunken. Die Krankschreibungen aufgrund von Depressionen sind heute höher denn je. Es werden also vielleicht einfach mehr Depressionen erkannt als in der Vergangenheit. Laut Experten kann der Anstieg teils auch mit dem Bevölkerungswachstum und der steigenden Lebenserwartung erklärt werden. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Menschen mit Depressionen gibt es. Je älter eine Gesellschaft, desto mehr Menschen leiden in der Regel an Depressionen. Auch global ist man sich uneinig, ob Menschen depressiver werden oder nicht. Einige Studien zeigen, dass es weltweit einen Anstieg gibt. Andere Studien sagen wiederum, dass es keinen gibt. Die Verbreitung sei seit Mitte des 20. Jahrhunderts stabil. In den USA gibt es erste interessante Ergebnisse aus Langzeitstudien zu Jugendlichen. Es könnte doch sein, dass es vor allem bei den Jüngeren tatsächlich einen realen Anstieg gibt. Für Deutschland müsste man abwarten tatsächlich. Aber auszuschließen ist es ehrlich gesagt nicht. Es ist also unklar, ob es abseits der Corona-Pandemie einen echten Anstieg an Depressionen in Deutschland oder global gibt. Weder bei Jugendlichen noch bei Erwachsenen. Ob wir immer depressiver werden oder die Zahlen konstant bleiben, müssen wir abwarten. Bis dahin sollte man die Zahlen nüchtern betrachten und sich nicht zu Panikmache oder voreiligen Rückschlüssen hinreißen lassen. Fest steht, dass Depressionen eine massive Herausforderung für unsere Gesellschaft darstellen. Gerade deshalb sollte es oberste Priorität sein, die Versorgungssituation in Deutschland drastisch zu verbessern. Menschen sollten nicht im Schnitt 5 Monate auf einen Behandlungsplatz warten müssen. Je früher man eine Depression erkennt, desto größer ist die Chance zu genesen. Die Depression kann man vor allem im Kindes- und Jugendalter gut behandeln. Wer diese Symptome bei sich oder einer Person im engeren Umfeld bemerkt, sollte mit jemandem darüber sprechen. Das kann ein Elternteil, eine anonyme Hilfsstelle oder der Hausarzt sein. Auf Plattformen wie Fideo und Ich bin alles können sich betroffene Jugendliche über Depressionen informieren und sich mit anderen austauschen. Alle Links zu Hilfsangeboten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und was wirklich auch gegen Depressionen hilft, auch präventiv, ist tatsächlich Sport. Ja? Auch eine ehrenamtliche Tätigkeit kann das Gefühl von Einsamkeit vermindern und damit vor Depressionen schützen. Habt bitte keine Scheu, euch Hilfe zu suchen. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Wenn dieses Video hoffentlich eines gezeigt hat, dann, dass es vielen anderen genauso geht. Cheers.